Mit Sorge schaue ich in andere Länder, wo Rechtspopulisten und extreme Rechte schon an die Macht gekommen sind und als erstes an die Verfassungsgerichte gegangen sind und sich diese Gerichte umbesetzt haben. Mit Sorge schaue ich darauf, auf Ihren Antrag und diese Parallele. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 30 Jahre nach der friedlichen Revolution, in der wir gekämpft haben für Freiheit, Redefreiheit, Meinungsfreiheit, Reisefreiheit, um die Freiheit selbst zu entscheiden, wo wir uns aufhalten wollen, wohin wir gehen wollen, gilt es wieder, die Freiheit, die Demokratie, die offene Gesellschaft zu verteidigen. Und das ist dringend nötig, weil es Menschen gibt wie Björn Höcke. Wer, wie Sie, das Mahnmal für die Opfer der Shoah, ein Mahnmal der Schande nennt und eine 180-Grad-Wende fordert, tritt die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes mit Füßen. Das muss hier so deutlich gesagt werden. Bleiben Sie auf dem Boden des Grundgesetzes oder nehmen Sie hin, dass die Sicherheitsorgane dieses Landes Ihre Partei auch in den Fokus nehmen, weil Sie eine Gefahr sind für die Demokratie, weil Sie die Feinde der Demokratie sind. Wir als Demokraten verteidigen diese Verfassung, weil wir zur Demokratie stehen, weil wir die Demokratie lieben. Wir stehen gemeinsam gegen die Feinde der Demokratie und die heißen AfD.